Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Resident Evil 7. Wir brauchen die Lampe von Margaret Baker, um sie im Obergeschoss an eine Waage zu hängen, damit sich die Tür öffnet und wir den Arm der D-Serie besorgen können, den wir für das Serum brauchen. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich einen solchen Satz jemals aussprechen werde. Auf jeden Fall ist die gute Margaret bei weitem noch nicht so tot, wie wir das gerne hätten. Und ich denke, wenn wir da jetzt runterhüpfen, erwartet uns der nächste Bosskampf. Ich bin schon sehr gespannt, was wir machen müssen. Ich hoffe, wir kriegen einen Checkpoint vorher. Wenn ich mich jetzt umdrehe, ist sie da. Wenn ich mich umdrehe, ist sie da. Sie ist nicht da. Teufel, das ist neu. Ich möchte das nicht. Ah, Scheiße. Ja. Margaret besiegen und ihre Laterne nehmen ist unsere aktuelle Queste. Ich habe ein ganz mieses Gefühl dabei. Ein ganz, ganz, ganz mieses Gefühl. Aber es ist ein richtig geiles Spiel, muss ich auch nochmal sagen. Also dieses Resident Evil Feeling, dieses Horror Feeling, das kommt hier tatsächlich endlich mal wieder zur Geltung. Anders als in diesen Action-Blockbustern, die wir bei den letzten Teilen hatten. Ich fühle mich hier gerade echt unwohl. Das hat Resident Evil lange nicht geschafft. Ich meine, versteht mich nicht falsch, ich mag die Resident Evil Spiele, ich spiele die auch total gerne, aber Horror war das nicht. Zumindest nicht mehr in den späteren Teilen. Wer ist auf dem Weg zum Gewächshaus? Ja. Ah, okay. Okay, wenn ich das natürlich im Voraus gewusst hätte, dann hätte ich nicht so viel Backtracking gemacht. Was war das? So, das erste, was wir jetzt machen, ist hier die Tür aufschließen. Ja, die ja hier von der anderen Seite verschlossen war. So, damit wir da im Zweifelsfall wieder durch können. Und dann gucken wir hier mal weiter. Jetzt wissen wir auch, was das für ein Kreis war. Das war der Gully-Zugang. Im Gewächshaus findet der Kampf statt, oder? Mal ganz ehrlich. Es ist gerade... Mir ist echt unwohl. Ich habe sowas von keine Lust, da reinzugehen. Ich weiß noch nicht, ob wir nach oben müssen oder nach unten. Doch, da oben ist die Tür auf, ne? Okay, also versuche ich erstmal die untere Tür. Die ist von der anderen Seite verschlossen. Okay, wie war das mit, ist nicht linear? Ich meine, natürlich ist das ein lineares Spiel, ist ja nicht Open World oder sowas. Ist das hier im... Warte mal. Den Schatz würde ich mir ganz gerne vorher noch holen. Ist das hier im Trailer direkt? Oh, habe ich die übersehen oder ist die da neu erschienen? Haha. Gleich den nächsten Schatz gefunden. Gut oder nicht? So, dann kann das Schatzfoto nämlich weg. Den Krähenschlüssel brauchen wir zurzeit nicht. Die Chemikalie packe ich auch mal weg. Die Magnum-Munition kommt weg. Ich bin am Überlegen, ob wir den Granatwerfer mitnehmen oder ob wir uns den für einen späteren Kampf aufheben. Die Pistole und die Pistolenmunition packen wir einfach mal weg. Dafür nehmen wir mal die Flammengranaten und den Granatwerfer mit. Ich weiß ja nicht, ob wir es wirklich brauchen, aber dann haben wir es zumindest mal dabei. Ne?
So. Dann haben wir hier dreimal flüssige Chemikalien, wenn ich das richtig sehe. Ach so, da wird Psychotonikum draus aus den Pillen. Okay. Ist ja gar nicht so verkehrt dann das Ganze, ne? So, da haben wir noch Kraut. Aber wir haben doch auch noch... Wir haben auch noch viermal Schießpulver. Ist jetzt die Frage, machen wir uns Munition? Oder machen wir uns Heilung? Wobei auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wie nützlich uns Pistolenmunition tatsächlich noch ist. Wir haben ja mehr als genug Munition auch für die Schrotflinte. Pass mal auf, wir machen das mal so. Eins davon. Eins davon. So. Den Rest packen wir wieder weg. Da es ein Bosskampf bevorsteht, lasse ich das Arzneimittel mal in unserem Inventar. Ich weiß nicht, ob wir die Kurbel brauchen. Verdammt, habe ich noch... Ich habe keinen... jetzt habe ich keine Chemikalie mehr, ne? Ich hätte noch ein bisschen Brennstoff herstellen sollen. Schiete. Okay, ich weiß nicht, ob wir da einen Checkpoint haben, deswegen werde ich jetzt nochmal kurz zwischenspeichern und dann geht es ab in das Gewächshaus. Wir haben nämlich ein bisschen Unkraut zu jäten. Ich will mal hoffen, dass der Kampf jetzt nicht zu schlimm wird. Und dass wir auch die richtigen Waffen dabei haben. Okay, der Granatwerfer ist oben. Hohoho. Gut, dass ich das jetzt nochmal gemacht habe und er das nicht im Bosskampf dann gemacht hätte. So, wir haben 4 Flammengranaten. Wir haben 174 Einheiten für den Flammenwerfer und wir haben 26 Schuss für die Schrotflinte. Das sollte ja wohl ausreichen, um Margaret von dieser Welt zu pusten. Wir bleiben erstmal beim Flammenwerfer. Der war bis jetzt auch immer relativ hilfreich. Ich bin ja ganz ehrlich, ich hatte auf Steroide gehofft, dass wir unsere maximale Lebensenergie noch mal ein bisschen erhöhen können. Aber Magnum-Munition ist natürlich auch gut. Jetzt müssen wir nur noch genug antike Münzen zusammenkriegen, dass wir uns die Magnum dann auch tatsächlich mal kaufen können. Hallo? Maggie? Maggie, Schätzchen? Okay, sie ist da unten. Das bedeutet, ich sehe mich erstmal hier um. Da braucht man Dietrich für, ne? Blaue Chemikalie? Was ist denn eine Spaltmittel? Kann die flüssige Chemikalie von anderen Objekten trennen, um diese wieder nutzbar zu machen? Ah! Kann ich quasi mir flüssige Chemikalie zurückholen? Um mir nochmal ein bisschen Brennstoff zu erschaffen? Jetzt ist mein Inventar natürlich wieder voll. Super. Super, Pa. Jetzt habe ich natürlich das Heilmittel verschwendet, aber ich möchte lieber noch ein bisschen Munition haben. Oh Gott sei Dank. Ich dachte schon, wir hätten uns hier eingeschlossen. Oh Gott. Nicht, dass es einen Unterschied macht. Ich habe ein ganz mieses Gefühl dabei. Maggie, Schätzchen. Okay, also es klingt, als würde es hinter der Tür da kreuchen und fleuchen. Deswegen gucken wir uns erstmal den Rest an. Auch wieder alles verklebt und vermoddert. Ein Tor versperrt den Weg. Okay, in diesen Vorderraum, da kommen wir also erstmal gar nicht rein. Sind die für Sie oder für mich?
Ich werde das Gefühl nicht los, dass das Spiel möchte, dass wir diesen Kampf mit dem Flammenwerfer bestreiten, weil wir ja gerade auch nochmal Flammenwerfer-Munition erhalten haben. Oh Leute, ich weiß nicht, wo wir hin sollen. Okay, da sind auf jeden Fall wieder Spinnen. Von denen versuche ich mich mal fernzuhalten. Zumindest so gut es geht. So. Weil da ist Munition und da ist starke Chemikalie. Starke Chemikalie kombinieren wir diesmal sofort, zack, mit dem Kraut für ein starkes Arzneimittel. Dann haben wir nämlich einmal vollkommene Heilung. So, die Tür brauche ich ja nicht aufmachen, oder? Ich will ja nur wieder dahin, wo wir schon waren. Die Frage ist, muss ich hoch oder bleibe ich hier unten? Ich möchte so viel wie möglich von diesem Ort erforschen, bevor es zum Kampf mit Margaret kommt. Okay, ich gehe hoch. Hey! Mach dir nur keine Sorgen! Stirb! Alter, bist du widerlich! Okay, wir sind aber jetzt im Kampf, ja? Alter, bist du widerlich? Alter, bist du eine widerliche Schlampe? Uiuiuiui, müssen auf Abstand gehen. Alter, ist das gerade widerlich. Alter, ist das ein widerliches Vieh. Okay, sie ist da oben irgendwo. Uiuiuiui. Ey, du ekelst mich so dermaßen an. Da ist sie wieder gewesen. Ich hoffe, die hat nur eine bestimmte Menge an Lebensenergie und ist irgendwann dann halt besiegt und tot und nicht, dass sie hier noch regeneriert oder so eine Scheiße. Okay, ich glaube, sie kommt. Da kommt sie ja. Ja, super. Aha. Bleib hier, du Schlampe! Blödes Vieh! Ich will weg hier! Du bist mir zu widerlich! So, von wo kommt sie denn? Maggie! Maggie, wo bist du? Au! Alter, weg! Viehzeug!
Hallo, Maggie! Stirb! Wenn ich wüsste, ob das überhaupt was bringt, was ich hier mache. Au! Verzieh dich! Entschuldige bitte, aber ich will dich hier nicht haben. Denn du, meine Liebe, bist einfach nur widerlich. So, ich hoffe, das war jetzt nicht die volle Heilung. Wir sollten vielleicht unseren Granatwerfer hier nebenbei schon mal nachladen. Aber mal ganz ehrlich. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob wir das hier wirklich richtig machen. Ui! Ich werde das Gefühl nicht los, dass das so nicht funktioniert hier. Wo ist die Chemikalie? Da. Oh, wir sollten uns dringend heilen. Und dann ist die blöde Schlampe auch schon wieder auf dem Weg. Ich höre sie doch schon. Wo kommt sie? Von wo kommt sie? Und vor allem... Mache ich das überhaupt? Aua! Ah, weg, 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 weg! Das ist es gar nicht erst das! Ah, au! Alter, die hat mir bissen! Die hat mir bissen! Alter, war's das? War's das jetzt? Ist sie tot? Bleib doch einfach tot, okay? Ja, bitte. Okay, sie ist zerfallen und wir haben es nicht gesehen jetzt. Aber alter Falter, ich war mir nicht sicher, ob wir das überhaupt richtig machen. Indem wir einfach nur draufhalten oder ob es da vielleicht wieder irgendeinen geheimen Trick gibt oder sonst was. Oh. So, das war Mama Baker. Die wir jetzt genauso eliminiert haben wie Papa Baker. Aber der Sohnemann, der ist ja noch unterwegs. Und der Sohnemann hat Mia. Und ich habe leider den Namen des Sohnemanns vergessen. Sonst hätte ich ihn jetzt benutzt. Okay. Wenn wir Chemikalien finden, können wir uns hier wieder Munition herstellen. Aber Alter, die waren eingesteckt, oder? Die hat richtig übel was eingesteckt. Aber wir haben es geschafft. Wir haben den nächsten Baker besiegt. Und wir haben ein Achievement gekriegt. Weniger ist mehr. Ich habe keine Ahnung wofür. Ah, hier sind wir jetzt. Okay. Kommen wir wieder zu. Ich würde sagen, jetzt machen wir erstmal wieder ein bisschen Brennstoff. Dass wir unseren Flammenwerfer hier erstmal wieder voll laden können. Das ist, glaube ich, sinnvoller als Heilung, weil Heilung haben wir noch. Vor allem wächst hier überall Kraut. Ist ja auch sinnvoll in einem Gewächshaus. Macht auf jeden Fall mehr Sinn als irgendwo anders. Da ist nochmal Chemikalie. Die können wir jetzt hier mit kombinieren.
Mit dem Festbrennstoff auch schon mal mitnehmen. Jetzt haben wir uns da umgesehen. Hier geradeaus waren wir jetzt noch nicht. Noch ein bisschen Brennerkraftstoff. Ja klar, warum nicht? Aber Alter, war das ein widerlicher Kampf. Schon allein, wie sie uns ihre Vagina entgegengereckt hat, um daraus irgendwelche Insekten abzuschießen. Das ist doch... Jetzt mal ganz ehrlich, wer denkt sich so eine kranke Scheiße eigentlich aus? Wer denkt sich so eine Scheiße aus? Warst du's? Komm, sei ehrlich. Du warst das, oder? So, jetzt können wir wieder... Können wir quasi wieder zurückgehen. In das alte Haus am Wasser. Weil wir ja jetzt die Laterne haben, die wir für dieses Wagenschloss brauchen. Da ist, glaube ich, der Weg hier genauso gut wie jeder andere. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so allmählich kriege ich ein bisschen Hunger. Ja, der Bosskampf, der war jetzt nicht so furchtbar. Ich hab echt Schlimmeres erwartet. Aber er war irgendwie verstörend. Ja, so viel werdet ihr mir doch zugestehen, oder? Der war definitiv verstörend. Aber das sind zwei Bakers ausgeschaltet. Aber es sind ja mindestens fünf Gegner, ne? Es sind mindestens fünf. Wir hatten Papa Baker, den haben wir erledigt. Wir hatten Mama Baker, die haben wir gerade auch erledigt. Dann Sohnemann Baker, ne, dem ganz am Anfang die Hand mal abgeschnitten worden ist. Die ist anscheinend inzwischen nachgewachsen. Ne, der Mia entführt hat. Dann haben wir Großmütterchen Baker und Zoe jetzt mal außen vor gelassen. Und Mia auch außen vor gelassen. Dann haben wir ja aber auf jeden Fall... noch das kleine Mädchen, das wir auf jeden Fall hier gesehen haben, als wir mit Mia unterwegs waren. Und das ja offensichtlich auch der Auslöser für diese ganze Misere hier gewesen ist. Denn die Infektion, die Kontamination hat erst begonnen, als Mia gemeinsam mit dem Mädchen hier auf diesem Anwesen eingetroffen ist. Das heißt, zum einen, Mia ist schuld, zum anderen, dieses Mädchen ist gefährlich. Und ich bin schon sehr gespannt, was dann noch bei rauskommt. Niemand hier. Entschuldigung, aber ich habe trotzdem ein ganz mieses Gefühl dabei. Also ich bin ja ganz ehrlich, ich habe ja schon fest damit gerechnet, dass Großmütterchen Baker da wieder am Klavier sitzt. So, da oben. Sesam, öffne dich. Ja, nee, ist klar, ne? Vor allem Kinderzimmer, ne? Oh, Alter. Nicht euer Ernst. Ich möchte da nicht rein. Jetzt wird's echt böse. Jetzt wird's richtig böse. Boah. Nein. Wir schalten jetzt nicht die Taschenlampe aus. Dann kriege ich nämlich Panik. Kann ich die Zettelchen lesen? Nein, kann ich nicht. Okay. Hallo? Jetzt kommt erst das Kinderzimmer. Hallo? Sie ist oben. Geh nicht nach oben. Ich hab's auch genau im Kopf. Oh, scheiße. Ein bisschen Musik, bitte. Meine Familie. Evelyn. Ist Evelyn das Mädchen?
Schuhe. Immer die gleichen Schuhe, aber Schuhe. Das ist definitiv ein Mädchen, was hier wohnt. Alter. Alter, macht das nicht mit mir! Hallo Freddy Fazbear! Na, wie geht's? Scheiße! Ich gehe einfach wieder. Es ist alles in Ordnung. Was zur Hölle? Ein Schiffsunglück? Ist das eventuell die Geschichte hier aus Revelations? Aus dem ersten? Hallo Teddy. Teddy, du bist gerade mehr als nur ein kleines bisschen widerlich. Du hast da was. Wow. Ganz ehrlich. Wow. So, gleich nochmal gucken. Es geht nach rechts weiter. Molded. Hier gibt es mit ziemlicher Sicherheit Molded. Und ich warte ja nur auf den Moment, an dem unsere Taschenlampe versagt. Ach, der kontaminierte Raum ist das, okay. Irgendetwas stimmt mit ihr nicht. Something's wrong with her. Hey! Kann er nicht einfach die Tür zumachen? Bist du doof? Okay, ich hätte jetzt echt erwartet, dass wir hier mit einem Molded kämpfen müssen. Oder mit mehreren sogar. Bleib fort. Ich, Alter. Boah, Alter, hab ich gerade eine Panik, Leute. Das glaubt ihr nicht. Mein Herz rast. Ich will da gar nicht rein. Hallo? Hallo? In dem Puppenhäuschen müssen wir interagieren. Ist hier der Arm drin? Oh, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, wir werden beobachtet. Und das werden wir ja auch. Das werden wir ja definitiv was zur Hölle. Was zur Hölle ist das hier? Ist eine Frage, die wir natürlich beantworten werden, aber erst in der nächsten Folge von Resident Evil 7. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch aber erst einmal eine gute Nacht.